Ich heiße Stefan und heute möchte ich mit euch meine Perlenbrust braten. Dazu machen wir ein Risotto mit Pfifferlingen und glasierten Gemüse-Batonets. Viel Spaß beim Zuschauen. Für unser Gericht brauchen wir eine Perlenbrust, Pfifferlinge, ein Risotto, ich habe jetzt ein Arborio, dann etwas Butter, Zwiebel, Parmesan, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Sahne, ein bisschen Weißwein. Zum Ablöschen. Für den Risotto fangen wir an mit den Pfifferlingen. Die habe ich jetzt schon mal vorbereitet, die habe ich geputzt, gewaschen. Und mit der Abfälle machen wir jetzt unseren Fond. Und den nehmen wir nachher her für den Risotto zum Auffüllen. Gemüsebatonette sind eigentlich nichts anderes wie Gemüsestäbchen. Ich habe jetzt hier gelbe, rote, normale Karotten und Bohnen genommen. Habe ich einfach ein Stäbchen geschnitten, in Wasser blanchiert. Und jetzt nachher tue ich sie nur noch ein bisschen in Butter glasieren, klein wenig Salz, fertig, reicht. Ich habe das jetzt schon vorbereitet, das ist ja eigentlich einfach. So wie gesagt, jetzt müssen wir unseren Fond machen, da habe ich die Abfälle auf die Seite getan. Jetzt gehen wir her, ein bisschen Olivenöl in unseren Topf, Butter, geben wir ein paar Zwiebeln dazu, geben wir unsere Abfälle dazu, geben wir das Salz, bisschen Pfeffer, Weißwein ablöschen. So, jetzt lassen wir das mal kurz durchkochen, durch das Kochen. Ziehen wir das Wasser aus den Pilzen raus, das wollen wir für unseren Fond. In der Zwischenzeit können wir hergehen, unser Perlenbrust. Ich mache es, muss man nicht, aber ich tue jetzt den Knochen lösen. Sieht es nachher schöner aus. Dann schlagen wir das da ab. Dann mache ich wieder weg für den Flügelfond, wenn ich wieder ansetze. So, jetzt haben wir das durchkochen lassen. Sehen Sie, was wir jetzt da an Flüssigkeit gekriegt haben. Das passieren wir jetzt ab. So, wir kochen jetzt mal 250 Gramm Risotto. Das ist jetzt zu viel, aber den kann man auch gut halten und dann fertig machen, wie man ihn braucht. Jetzt gucken wir mal, was wir da im Fond haben. Für 250 Gramm Risotto brauchen wir einen Schuss Weißwein zum Ablöschen und sagen wir mal so 350 Gramm Fond. Wenn Sie sehen, wie der jetzt die Flüssigkeit aufsaugt, dann schon, ja, hat noch Biss, aber so soll er dann auch sein. Ich mache noch für Kokotte. Und dann könnte man ihn in eine Dose füllen und in den Kühlschrank stellen. Immer wenn Sie ein Risotto wollen, dann nehmen Sie das, was Sie brauchen, raus in den Topf, machen ein bisschen Fond dazu, Butter und dann machen Sie ein Risotto fertig. Also der hält 3-4 Tage im Kühlschrank ohne Probleme. Dann mache ich jetzt, weil ich habe jetzt ein bisschen mehr gemacht, machen wir noch für einen Vegetarier ein Risotto mit Pfifferling und Parmesan und Schnittlauch. Gehe her und dann einfach Kokotte und wir da auskühlen lassen. So, Risotto haben wir soweit vorbereitet. Jetzt gehen wir her. Unsere Perlenbrust, Salze, Pfeffern, Ofen habe ich vorher angemacht. 180 Grad Ober-Unterhitze, Olivenöl in die Pfanne. Normal mache ich ja mein Fleisch nach dem Anbraten gerne auf dem Gitter, aber bei den Flügeln brate ich eigentlich gerne in der Pfanne fertig. So, jetzt gebe ich das in den Ofen rein. So, ich denke, ja, so 10-12 Minuten denke ich. In der Zwischenzeit gehen wir jetzt her und unsere Pfifferling anziehen. So, gehen wir her, heiße Pfanne, ein bisschen Olivenöl, Butter, ein paar feine Zwiebeln, unser Pfifferling, Salz, Pfeffer. Die will ich nicht ablöschen und die will ich auch nur ganz kurz ansortieren, sodass sie gerade glasig sind. Weil die soll heute noch ein Biss haben nachher im Risotto. So, können wir nämlich unsere Gemüsestäbchen noch schnell glasieren. Nehmen wir wieder ein bisschen Butter. Geht auch normales Gemüse zu, Karotte oder was ich gerne esse. Oder nur ein Salat dazu, das passt ja auch. Aber ich will ja euch ein bisschen was zeigen und Gemüse stiftlich schneiden. Das ist ja kein Akt eigentlich. Ja. So, tun wir die auch auf den Teller. Jetzt haben wir quasi das meiste fertig. Wir haben die Gemüsestäbchen, wir haben unsere Pilze, der Risotto. Müssen wir noch fertig machen, unsere Perlenbrust braten. Da habe ich noch unsere Rotweinsauce, das kennen wir ja schon, die haben wir schon oft gekocht miteinander. So, unser Perlenbrust war jetzt so gute 10 Minuten im Ofen. Ich gebe ein bisschen Butter dazu, die Rosmarin, Thymian. Gerade noch so ein bisschen, dass der Kräutergeschmack noch passt, ja gerade gut dazu. Lass es nur ein wenig abstehen. So, machen wir unseren Risotto fertig, die Gemüse. Stäblich machen wir in den Ofen rein, damit sie heiß werden können. Und noch von unserem Fond wieder dazu. So, ein bisschen Sahne dazu. Dann sind wir schon fertig. Die Bedarfsmühle.
Pfifferling rein, dass sie schön knackig sind noch. Parmesan natürlich. Die eine nehme ich jetzt Butter, aber ich nehme sie zu Schlagrahmen. Ich habe jetzt gerade auch da. So, Soße. Gemüsebadonett. Farblich auch schön. Auch ein richtig geiles Essen, könnt ihr euch ja vorstellen. Garnitur dazu. So, wir haben angerichtet unsere Perlhundbrust auf Pfifferlingrisotto mit glasierte Gemüsestäbchen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuschauen. Bis bald, euer Stefan.